Braten leicht gemacht mit den neuesten Innovationen. Gibt es die eine beschichtete Pfanne für alles? Trendpfannen mit Wappenbeschichtung wird so in Zukunft gebrutzelt. Da sieht man links, ist ein bisschen wärmer, da wo es auch pluppert. Antihaftbeschichtung und Langlebigkeit. Kann diese Kombination tatsächlich funktionieren? Labor- und Praxischeck zeigen, was sich wirklich hinter den Werbeversprechen verbirgt. Ah, es funktioniert nicht. Das ist nicht, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Ach, Sorgenkindbeschichtung. Wie die möglichst lange hält und was zu tun ist, wenn sie sich doch auflöst. Alles Nützliche für ein langes Pfannenleben. Von Neubeschichtung bis zu Pflegetipps. Yvonne Willix macht den Haushaltscheck. Ihr Thema heute? Pfannen der Zukunft. Kochen neu erleben. Ob für Steak, verschiedene Eierspeisen oder gedünstete Gemüsekreationen. Die meisten Menschen haben dafür unterschiedliche Pfannen im Schrank. Vor allem ein Klassiker erfreut sich großer Beliebtheit, die antihaftbeschichtete Pfanne. Und das, obwohl sie eine echte Diva ist. Ich habe meine Redaktion gefragt, welche Pfannen bei Ihnen auf dem Herd landen. Als erstes gucke ich mir noch mal genauer an, was ihr mir mitgebracht habt. Und ich kann sagen, also diese Pfanne hat schon ordentlich gelitten. Boah. Ja, deine Maurice? Ja, das ist ja schön, dass du meine als erstes nimmst. Entschuldigung. Ja, die hat wahnsinnig viel Geld gekostet, 12 Euro. Und die war auch mal beschichtet und ist es jetzt nicht mehr so richtig. Nee, also man sieht hier, dass richtig der Pfannenboden rauskommt. Die Beschichtung hat sich irgendwie abgelöst oder ist abgeschuddelt. Ich koche wirklich viel und das ist eigentlich kein Zustand, dass das meine einzige Pfanne ist. Das ist deine einzige Pfanne? Das ist meine einzige Pfanne. Oh Gott. Ähnlich abgenutzt sieht die Pfanne von Kollege Nico aus. Da ist noch mehr Beschichtung als bei mir. Also das, ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Die ist, glaube ich, einmal sehr, sehr heiß geworden. Ja. Und die war eigentlich wie hier am Rand. Rosa. So war die mal überall. Und jetzt ist sie in der Mitte eher, na, schwarz ist es noch nicht. Ja, das ist aber so was den Sonnenbrand. Also das ist... Und dann habe ich noch diese hier. Das ist, glaube ich, die schönste von allen. Einfach von der Farbe her. Das ist so für, wenn ich mal richtig fancy koche, für Pinienkerne Kürbiskerne und solche Sachen. Ja, das ist doch gut. Ja. Hast du kleine Fläche nur, die du schnell erhitzen musst? Und Pinienkerne gehen ja blitzschnell, ne? Genau. Und was ich bei der noch schön finde, ist, die ist ja so ein bisschen wie so eine Wokpfanne. Ja. Da kann auch ein Amateur wie ich richtig schön mit schwenken. Die hat auch eine Beschichtung. Das muss eine Keramikbeschichtung sein, denke ich. Ich glaube, es ist Keramik. Melissa setzt ebenfalls auf Keramik, aber... Ich habe jetzt gerade entdeckt, als ich mit Nico mich kurz beraten habe, dass hier auch schon Macker drin ist. Ich nehme da teilweise auch dann Metallpfannenränder für und kein Plastik oder Holz. Das kann im alltäglichen Küchengalopp ja auch mal passieren. Wie man solche Abnutzung aber vermeiden kann, zeige ich meinem Team später noch. Wir haben uns auf der Verbrauchermesse Mode Heimhandwerk in Essen umgehört. Womit braten die Menschen im Westen? Die musst du erstmal eine Antihaftbeschichtung haben. Die muss richtig heiß werden. Gleichmäßig heiß werden, nicht nur außen und innen geht es dann hoch. Das Bratgut, das muss schnell braun werden. Die muss auch diese Röstaromen haben. Spiegeleier machen, super Spiegeleier, schön braten, schön krustig sein. Die darf nicht zu schwer sein. Die muss leicht sein, weil die schweren Pfannen kann ich kaum halten. Sie muss einfach stabil sein, ja. Und wie viel darf oder muss eine gute Pfanne kosten? Es kommt drauf an. Die großen, die sind so um die 30 Euro. Und die kleineren dementsprechend 20, 25 Euro. Also ich weiß, dass eine gute Pfanne auch 60, 70 und mehr sein darf. 120, 130 Euro würde ich schon ausgeben für eine Pfanne. 130 Euro ist denn so... Der Schnitt für eine gute, große Pfanne. Und wie sieht es mit der Langlebigkeit von beschichteten Pfannen aus? Es kommt ja immer darauf an, wie man die benutzt. Ne? Und ich benutze die vorsichtig, nicht mit Gabeln oder so. Leider ist irgendwann ist die Beschichtung abgeblättert. Die Beschichtung ist dann doch nicht mehr ganz so gut gewesen. Blieb denn was kleben? Hat angebrannt oder was vielleicht auch mein Fehler war, ich habe es in die Spülmaschine getan. Um Gottes Willen, keine Spülmaschine. Spülmaschine auf keinen Fall.
das ist das meiste, was die Leute nervt. Dass nach einer relativ kurzen Zeit, so nach 2 Jahren Gebrauch, im Grunde genommen die Beschichtung sich ablöst, dann das zerkratzt, obwohl man ganz nur mit Holz gearbeitet hat. Und Hersteller, ist mir aufgefallen, die bringen immer wieder was Neues auf den Markt und sagen permanent, ey, die Pfanne wird noch besser, die ist noch kratzfester, die ist noch langlebiger, die ist super robust, man kann alles drin machen. Eine Pfanne für alles. Und da will ich jetzt rausfinden, was gibt es auf dem Markt und welche können wir dann mal in den Test geben. Bei ihrer Recherche stößt Yvonne immer wieder auf Pfannen mit einer besonderen Beschichtung. Das neue Zauberwort einiger Hersteller heißt Wabenstruktur. Dieses Gitter aus Edelstahl soll die Antihaftbeschichtung wie ein Kettenhemd schützen. Auch scharfes Metall soll ihr nichts anhaben können. Ich bin skeptisch und bestelle 3 Wabenpfannen aus unterschiedlichen Preisklassen. Eine Pfanne der Marke Onyx für 79,99 Euro. Sie verspricht maximale Langlebigkeit, ein extremes Anti-Hafterlebnis und soll Metallutensilien sicher sein. Dieses Modell von Elo für 104 Euro, das ebenfalls kratzfest sein soll und in dem es sich trotz Beschichtung scharf anbraten lässt. Und eine Pfanne von WMF für 129,99 Euro, deren Anti-Haftversiegelung strapazierfähig und langlebig sein soll. Ob das alles stimmt, testen Haushaltschecker Ingrid Sommer und Thomas Trunkert für mich. Alltagscheck. Wabenpfannen im Vergleich. Eine wahre Pfannenvielfalt hier in Krefeld. Schön, dass ich da sein darf. Ja, vor allen Dingen, ich sehe fast nur beschichtete Pfannen. Ja. Warum sind die beschichteten Pfannen so beliebt bei euch im Haushalt? Also für Pfannkuchen nutze ich die total gerne oder für ein Spiegelei. Dann brauche ich nur ein bisschen Fett dabei machen und da brennt einfach nichts an. Wie sieht das aus mit der Haltbarkeit von den beschichteten Pfannen? Wie oft müsst ihr eine neue kaufen? Also ich beobachte immer ein bisschen, wie die Pfanne sich verhält. Und wenn so die ersten Veränderungen sind, dann kaufe ich mir eine neue. Und nach wie vielen Jahren ist das ungefähr? Nach einem Jahr. Ist das so? Ja. Aber es ist doch krass ärgerlich, dass man sich nach einem Jahr schon wieder eine neue beschichtete Pfanne holen muss, oder? Absolut. Und dann kommen solche Übeltäter wie ich dazu, die dann mit dem Messer und mit der Gabel noch reingehen. Dann sind Wabenpfannen vielleicht genau das Richtige für Thomas. Denn eine abgekratzte Beschichtung will niemand im Essen haben. Man hört das ja ab und zu mal, wenn in so einer Teflon-beschichteten Pfanne, wenn da ein Kratzer ist, dass das auch krebserregend ist. Mhm. Aber ist das bei der auch? Sag mal, habt ihr denn irgendeine Ahnung, was überhaupt in diesen Beschichtungen drin ist? Was das für Materialien sind? Also hier, ich weiß nur Teflon, aber was das wirklich ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, müsste wirklich googeln. Ja, okay. Also es gibt da so verschiedene Begriffe, PTFE ist so ein Begriff, der ist mir natürlich schon mal untergekommen, weil ich mich schon damit beschäftige. Wir sind noch verabredet mit einer Expertin, die wird nachher, habe ich einfach eingeladen zu euch. Super. Und der können wir all diese Fragen stellen. Ja. Also was ist mit der Haltbarkeit? Gasen die aus? Ist das gesundheitsgefährdend, wenn sich das löst und so weiter? Ja. Und, das ist auch eine wichtige Frage, wie sieht das eigentlich mit der Umwelt aus? Wie nachhaltig sind solche Pfannen? Und sie weiß die Antworten auf all diese Fragen. Kerstin Effers ist Umweltexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW und soll für Orientierung im Beschichtungsdschungel sorgen. Ist das gesundheitsschädlich, wenn sich von diesen Beschichtungen die Beschichtung löst und man trotzdem weiter drin brät und auch weiter das quasi ja aufnimmt? Ja, das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, das macht nichts. Das ist so reaktionsträge, dass es einfach so den Körper passiert und wieder verlässt, ohne da was anzurichten. Nicht appetitlich, aber wohl nicht gefährlich. Entwarnung also bei Beschichtungsresten im Essen. Einatmen sollte man diese jedoch lieber nicht, wenn eine beschichtete Pfanne leer erhitzt wird. Denn ab 360 Grad entstehen giftige Gase. Deshalb diese Pfannen immer nur mit Inhalt erhitzen. Mein Hauptkritikpunkt ist eher die Herstellung und die Entsorgung. Weil bei der Herstellung von Teflon braucht man Hilfsstoffe, die auch schwer abbaubar in der Umwelt sind. Diese Hilfsstoffe werden auch Ewigkeitschemikalien genannt und sind für den Verbraucher gar nicht so leicht zu erkennen. Wer weiß schon, was PTFE oder PFOA bedeuten? Ich sortiere es mal ein bisschen. Also ja. Teflon ist der Handelsname für PTFE. Das ist ein Fluor.
Polymer, also eine lange Ketten. Und die werden zur Beschichtung von Pfannen eingesetzt. Und PFOA, das ist ein Hilfsstoff, den man braucht, um dieses Teflon herzustellen. Entweder PFOA oder eine verwandte Substanz. Mhm. Und was machen diese Ewigkeitschemikalien für Probleme? Die bekannteste ist wohl PFOA. Und da weiß man eben relativ gut, die kann zum Beispiel auch den Fettstoffwechsel stören. In der EU ist der Hilfsstoff PFOA daher schon seit einigen Jahren verboten. Die Hersteller setzen also andere Ewigkeitschemikalien ein. Trotzdem steht das Werbeversprechen PFOA frei auf vielen Produkten, um Kunden zu ködern. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf von den ganzen chemischen Begriffen. Mir geht's genauso. Ich kann das überhaupt gar nicht oder könnte spontan überhaupt nicht wiedergeben, weil mir diese Begriffe total fremd sind. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich meine Kaufentscheidung nach solchen Begrifflichkeiten ausrichten sollte. Man kann es bei der Auswahl der Pfanne ja gar nicht erkennen, weil die Hersteller wissen, das hat so ein Geschmäckle und die schreiben ja nicht drauf, diese Pfanne ist mit PTFE beschichtet oder Teflon beschichtet. Die haben ja 1000 Namen für ihre Antihaftbeschichtung und kein Mensch, auch wir wissen nicht, was sich dahinter verbirgt. Und wenn jetzt aber ein Hersteller damit wirbt, das muss dann aber auch tatsächlich so sein? Das ist auch so eine Sache. PFOA ist eine einzige Chemikalie aus dieser ganzen Gruppe. Und dann wurde die halt nicht als Hilfsstoff für die Herstellung des Kunststoffes verwendet, sondern eine verwandte Substanz. Mein Verbraucherschützerinnenherz fängt hier schon wieder an zu pochen. Ich fordere ganz, ganz klar und eindeutig mehr Transparenz bei der Kennzeichnung. Das muss verständlich sein und da muss der Gesetzgeber ran. Ehrlich, das können jetzt wieder nicht wir mündigen Verbraucher regeln. Für die bleibt im Zweifel nur der Griff zur unbeschichteten Pfanne eine gute Alternative. Ich habe jetzt zu Hause eine schmiedeeiserne Pfanne. Ja, zum Beispiel so eine hier, wenn sie die mal in die Hand nimmt, die hat schon ordentlich Gewicht. Ja, die, ne? Und genau. Die ist noch nicht mal voll. Ne? Ja, also wenn die voll ist, dann kann man die nicht halten. Aber und bei der Gusseisen weiß ich nicht, kann man da auch mit wenig Fett drin arbeiten? Also die Erfahrung habe ich jetzt so noch nicht gemacht, weil da brennt mir immer alles drin an. Ja, das ist eben auch der Vorteil der Antihaftbeschichtung, dass man mit weniger Fett auskommt und dass es auch einfacher zu handeln ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kompromiss halt ist, dass man, wenn man eine beschichtete Pfanne hat, die auch so pfleglich behandelt, wie es geht, damit die eben möglichst lange hält und nicht wieder neu produziert werden muss. Einzig die Angabe PFAS-frei garantiert, dass keine Ewigkeitschemikalien verwendet wurden. Das ist der Sammelbegriff für diese Hilfsstoffe. Unsere erste Testpfanne, das Modell von Onyx für 80 Euro, ist mit Keramik beschichtet und so komplett frei von sämtlichen Ewigkeitschemikalien. Sie wird von den Haushaltscheckern Ingrid und Thomas ausprobiert. Die beiden kennen den Hersteller, sie haben nämlich das Vorgängermodell. Optischer Eindruck, was fällt mir sofort auf? Beschichtung geht bis ganz oben. Sollte eigentlich versprechen, dass die Hitze wirklich bis ganz hoch geht und sich gleichmäßig verteilt. Für mein Part finde ich total genial, denn Onyx-Pfannen und Töpfe vertragen den Gebrauch von Metallutensilien. Das heißt, sie können sogar einen, Pizzaschneider vertragen. Erster Test. Ein Spiegelei ohne Fett anbraten. Ob das klappt? Warum ich gar nicht hier mit diesem etwas festeren Gegenstand hier rein? Weil man ist das eigentlich irgendwie nicht gewohnt, ne? Geh mal, ich möchte das nicht mit dem scharfen Ding machen. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ist ja auch keine Pflicht. Aber immerhin, das Ei löst sich selbst ohne Fett gut vom Pfannenboden. Also die Pfanne wird wirklich sehr schnell heiß, muss ich feststellen. Also das ist schon toll. Wenn man jetzt so den Steak zum Beispiel brät, ist das bestimmt gut, wenn die so schnell heiß wird. Nächster Test. Pfannkuchen. Wieder ohne Fett. Man muss echt vorsichtig ein bisschen rundherum lösen. Aber das konnte man jetzt, glaube ich, auch gut sehen. Es geht, wow, geht gut. Mhm. Machen wir mal den gleichen Test. Na, ja. Wow, das geht ohne Fett. Perfekt. Zack. Okay, einmal aus dem Handgelenk. 180 Grad. Ich kann auch 180 Grad Drehungen. Zweimal. Ja, na, jetzt habe ich es. Aber es sieht gut aus, ist nicht verbrannt. Die Pfanne macht nicht nur Spaß beim Kochen, sie verleitet durch ihre Werbeversprechen zu extremen Maßnahmen. Wir nehmen jetzt mal den Pizzaschneider. Ich traue mich nicht. Los, mach.
Suchst du irgendwelche Spuren? Schnittspuren? Nee, nein. Gar nichts. Wow. Die Beschichtung wird nicht beschädigt. Ein weiterer Pluspunkt. Die Pfanne liegt gut in der Hand und der Griff bleibt kalt. Letzter Check. Krosses Anbraten von Fleisch. Das klingt gut. Ich glaube, das fand ich schon flüssig. Es löst sich wunderbar. Das ist ein bisschen zu früh, aber... Na, sieht gut aus. Gleichmäßig. Ich wende es noch mal. Es löst sich super. Wow. Toll. Auch richtig, sehr gut. Richtig schön. Die Onyx-Pfanne ist bis 260 Grad backofenfest und sieht nach ganz einfacher Reinigung aus wie neu. Ganz im Gegensatz zu Pfannen, die vielleicht schon länger im Gebrauch sind, müssen die direkt weggeschmissen werden. Wiederbeschichtung. Aus alt, mach neu. Gemeinsam mit Geschäftsführer Kai-Uwe Sand darf Yvonne im Saarland hinter die Kulissen der Neubeschichtung blicken. Ja, irgendwann ist es so, ne? Seine beschichtete Pfanne hat man dann vielleicht doch in die Spülmaschine gesteckt. Man hat doch mit Metall drin rumgefuhrwerkt oder sie ist zu heiß geworden. Und dann sieht die irgendwann so aus. Aber da gibt's Hilfe und zwar hier. Herr Sand, herzlichen Hallo. Dank, dass ich hier sein darf. Hier werden Pfannen neu beschichtet. Genau. So, und die kommen dann in Paketen hier an. Die Kunden schicken die Ihnen. Die werden dann registriert, nehme ich mal an. Ja. Genau, wie viel am Tag kommen denn hier an? Also bei uns kommen pro Tag so 200 Pakete, man kann sagen, so um die 500, 600 Pfannen an. In jedem Zustand, von jedem Hersteller, jede Marke, kriegen wir alles nochmal hin. Und wenn Sie sich sowas angucken, das ist jetzt auch nötig, neu zu beschichten? Das ist nötig. Die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, wie man im Saarland sagt. Die ist schon ziemlich abgenutzt. Die wurde auch mal ein bisschen zu heiß. Das erkennt man, wenn die Beschichtung sich braun verfärbt. Und die ist jetzt bereit, aufgefrischt zu werden. Und da habe ich aber direkt mal eine Frage, weil es gibt ja unterschiedliche Beschichtungen. Ich kriege dann nicht mehr die Originalbeschichtung, die ich gekauft habe, sondern ich kriege dann Ihre Beschichtung. Genau, Sie kriegen unsere Beschichtung. Je nach Modell und Größe kostet das Neubeschichten zwischen 30 und 40 Euro. So, und jetzt merkt man hier aber natürlich diese ganzen Rückstände vom Fett und so, ne? Was passiert genau denn jetzt als erster Arbeitsschritt? So kann man da ja jetzt erstmal nichts mitmachen, oder? Als ersten Arbeitsschritt brennen wir bei 400 Grad Fett, Schmutz, jegliche Essensreste runter, okay, damit wir uns dann beim Sandstrahlen das Strahlgut nicht zu verunreinigen. So, und da habe ich jetzt gleich mal eine Frage, weil die Beschichtung soll man ja nicht hoch erhitzen, weil genau da ja diese flüchtigen Stoffe entweichen können. Genau. Wenn die jetzt bei 400 Grad gebrannt wird, mhm, ausgebrannt wird, was ist dann mit diesen Stoffen? Werden die abgesaugt oder was? Die Stoffe damit gehen bei uns durch eine Filteranlage, mhm, und werden da aufgefangen. Okay. Danach muss die alte Beschichtung abgetragen werden. Das passiert mit einem Sandstrahler. Ein weiterer Effekt: Durch das Anrauen vergrößert sich die Oberfläche der Pfanne, so haftet die neue Beschichtung besser. Also so sieht das dann gesandstrahlt aus. Genau. Und das, was jetzt allen Beschichtung abgetragen wurde, wo kommt das denn jetzt wieder her? Das wird von unseren Maschinen zusammen mit dem verbrauchten Strahlgut abgesaugt, geht zu einer speziellen Recyclingfirma. Dort werden erst die Beschichtungsreste von dem Strahlgut getrennt. Das alte Strahlgut geht wieder ins Stahlwerk, wird eingeschmolzen. Die Beschichtungsreste gehen zu einer Spezialfirma, wo sie bis zu 90% von dem PTFE-Anteil wieder recyceln. Ernsthaft? Ja. Ach komm, das heißt also, aus meiner alten Beschichtung wird quasi eine neue Beschichtung gemacht. Ach, ja. Das wusste ich nicht, das ist ja mega aufwendig. Ja, es hat seinen Preis, aber es ist nachhaltig und es wird recycelt. Es ist besser, die Pfanne einfach in den Müll zu werfen. Ein Grund mehr für mich, eine Pfanne neu beschichten zu lassen. Und so geht's. Die neue Antihaftbeschichtung wird in drei Lagen aufgesprüht. Das sorgt dafür, dass sie wirklich auf der Pfanne hält. Aber was wird da aufgetragen? Jetzt stehen ja, habe ich schon ein paar Mal angesprochen, diese Antihaftbeschichtung in der Kritik, weil da diese Ewigkeitschemikalien mit drin sind. Genau. Wie wird denn da die Weiterentwicklung sein? Weil die EU will es ja beispielsweise rausnehmen aus den Beschichtungen. Also aktuell sammelt die EU Informationen. Das Ganze ist momentan, man sagt, die PFAS-Diskussion. PFAS ist der Überbegriff von über 60.000 verschiedenen Kohlenstoffen. Es gibt in der Bratpfannenbeschichtung gewisse Stoffe,
bei manchen Beschichtungen, die tatsächlich kritisch sind. Es gibt auch Stoffe, die sind bereits schon verboten, wie zum Beispiel PFOA. Aber diese Stoffe, die wir als kritisch sehen, haben wir in unserer Beschichtung nicht drin, über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Nachdem die Beschichtung aufgetragen und ausgehärtet ist, muss dann bei Bedarf noch poliert werden. Sonst bleibt der ganze Pfannenkörper schwarz. Dieser Service kostet extra. Wie lange dauert das denn von Ankunft meiner Pfanne bis sie wird wieder zurückgeschickt? Ab Ankunft von der Pfanne dauert es ca. 2 Wochen. Mhm. Da hat man wieder seine Pfanne. Einmal sauber machen, kann man wieder braten. Und wie lange beim normalen Hausgebrauch hält die Beschichtung? Beim normalen Hausgebrauch mit richtigem Umgang hält sie 3 bis 5 Jahre. Und 3 bis 5 Jahre ist ja schon mal was. Was halten Sie denn von so Werbeversprechen von wegen, das ist die super langlebigste Beschichtung der Welt, 10 Jahre Garantie auf die Beschichtung und so weiter, was ja auch immer wieder kursiert. Also zum einen, es gibt auf der Welt nichts Schnittfestes oder Kratzfestes. Man kann alles zerkratzen, von Metall über Glas, erst recht eine Pfannenbeschichtung. Etwas Unzerstörbares gibt es nicht. Trotz aller Werbeversprechen sollte man also nicht allzu rabiat mit seinen Pfannen umgehen. So, das heißt aber im Grunde genommen, wenn ich mich für eine beschichtete Pfanne entschieden habe, weil die halt komfortabel ist, dann muss ich die auch vernünftig behandeln. Einmal das sauber machen, zweitens auch, ich darf sie nicht zu heiß werden lassen. Und was ist denn jetzt eigentlich der richtige Pfannenwender? Welcher funktioniert denn da am besten? Ich probiere es aus und zwar nicht alleine. Doch vorher wieder zurück in die Küche von Ingrid und Thomas. Hier ist die zweite Wabenpfanne im Einsatz. Sie kommt von der Marke Elo und kostet 104 Euro. Die Werbeversprechen machen neugierig. Scharf und kross, das sticht mir sofort ins Auge. Und ein Oil Optimizer. Da bin ich gespannt, was das ist. Dünner Griff, ist ein bisschen kopflastig. Reinigen Sie zunächst Ihre Bratpfanne mit heißem Wasser und Spülmittel und kochen dieses 2 bis 3 Mal mit Wasser aus. Aha. 2 bis 3 Mal? Ja. Das klingt schon sehr speziell. Wir haben jetzt das erste Mal ausgekocht, was uns sofort aufgefallen ist. Deswegen wollten wir das mit reinnehmen. Es blubbert hier eigentlich nur in der Mitte und am Rand ganz wenig. Und das finden wir, war jetzt nennenswert. Ja, weil entsprechend doch augenscheinlich mehr Hitze in der Mitte ist als am Rand. Was hast du noch erwähnt beim Erhitzen der Pfanne? Es hat lange gedauert. Das finde ich für eine Pfanne, die mit Energieersparnis wirbt, schon mal ungünstig. Woran das liegen könnte, werde ich später im Labor erfahren. Und wie steht's um die Antihafteigenschaften? Da, wo es hier gestoppt ist, auch an dieser Seite, löst sich quasi von löst alleine. Sich von ja. alleine. Oh. Wow, es ist nichts verbrannt. Ja, stark. Wow. Punkt für die Beschichtung. Aber Ingrid fällt noch etwas anderes auf. Ich wollte die Pfanne in die Hand nehmen und habe mir fast die Hände verbrannt. Also der Griff wird extrem heiß. Ab hier kann man sie halten, da vorne no go. Ist wirklich heiß. Und das, obwohl der Hersteller damit wirbt, dass der Griff kalt bleibt. Dieses Werbeversprechen wurde also nicht eingehalten. Ich finde, beim Pfannkuchen kann man echt gut erkennen, wie sich die Hitze verteilt, ob die gleichmäßig ist. Aber es stockt gleichmäßig. Mhm. Sieht sehr gut aus. Und löst sich auch hier wieder ohne Probleme. Ja, will ich. Bitte. Ha, sauber. Ja, man, auch hier sieht man gleichmäßige Bräunung. Ja, das siehst du auch, die Waben, siehst du? Ja, ja. Ich finde Raumfahrttechnik im Pfannkuchen sichtbar. 3D-Pfannkuchen. Und wie sieht es mit scharfem Anbraten aus? Löst sich komplett. Wow. Ei, ei, ei. Du guckst runter, siehst du? Ja. Kaum Rückstände. Auch die Pfanne von Elo kann bis 240 Grad in den Backofen. Die Reinigung gestaltet sich dafür etwas schwierig. Also sieht es schon sehr stark abgenutzt aus, finde ich. Und wir ja, haben wirklich, jetzt der Boden hat fast rund eine gewisse Bräunung, nicht? Ja, aber das finde ich so ein bisschen schade. Okay, interessant. Ist jetzt wirklich hier die Frage, wie sieht sie zum Beispiel nach einem halben Jahr aus? Ja. Ja? Oder nach permanenter Benutzung? Übrigens, bei hartnäckig verschmutzten Pfannenböden hilft eine Paste aus Waschsoda und Wasser. Einfach aufstreichen, einwirken lassen und dann mit einem Schwamm abreiben.
Wie sich die letzte Pfanne von WMF im Test schlägt, sehen wir später. Wer seine Beschichtung schützen möchte, sollte besonders behutsam damit umgehen. Dabei unterstützen uns im Alltag allerlei Helferlein. Gemeinsam mit ihrer Redaktion testet Yvonne, welche Pfannenwender wirklich was taugen. Bitte wenden. Welcher Küchenhelfer kann es am besten? Bei beschichteten Pfannen ist der Pfannenwender entscheidend für das Bratergebnis. Und ganz, ganz wichtig, niemals einen Metallpfannenwender verwenden. Auch wenn die Hersteller sagen, dass man das machen könnte und dass das eine mega Beschichtung wäre und so. Also Metallpfannenwender kommt weg. Mein Lieblingspfannenwender ist der aus Holz. Und eurer? Ich habe so einen hier. Ah. Obwohl meine Pfanne nicht danach aussieht, habe ich so einen ganz einfachen aus Kunststoff. Ich habe auch den. So einen? Ja, exakt. Mhm. Den. Was ja viele Leute zu Hause haben, sind diese Dinger, die aus dem Hartplastik oder aus dem Hartkunststoff sind. Da ist immer der Nachteil, wenn die zu lange in der heißen Pfanne liegen geblieben sind, weil Telefon hat geklingelt, ich habe den da vergessen, dann fangen die an zu schmurgeln. Da ist man mit Holz ein bisschen besser. Das darf dafür niemals in die Spülmaschine, sonst reißt es. Zum Reinigen einfach kurz in heißes Wasser stellen, so löst sich der Schmutz wie von selbst. Gut trocknen lassen und mit Leinöl einreiben. So, meine Lieben, jetzt habt ihr in der Redaktion unterschiedliche Pfannenwender und auch so ein paar Innovationen ausgesucht. Und wir dürfen die heute mal ausprobieren. Wir machen Bratkartoffeln, wir machen ein bisschen Pfannkuchensteak, von mir aus auch noch ein Spiegelei und können ja mal ein bisschen rumtauschen. Ja. Im wilden Küchengemenge testen Yvonne und ihr Team einen extra großen Pfannkuchenwender für knapp 12 Euro. Wenden und servieren in einem verspricht dieser Doppelwender mit Zangenfunktion. Die Redaktion hat ihn für rund 13 Euro bestellt. Ein extra schmaler Wender für knapp 8 Euro verspricht, auch in beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können. Und ein 3-in-1-Produkt, mit dem man wenden, schneiden und reiben kann. 12 Euro kostet dieser Küchenhelfer. Also den hier kann ich mal direkt sagen, das weiß ich nicht, was das soll. Das hat auch gleich noch eine Zange ist oder was. Ach, guck mal, ich kann den hier noch ganz aufmachen. Ja, okay, dann macht's Sinn. Ich dachte gerade, das ging gegen den Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ne? Weil der ist dann nicht so schön flach, wenn er. Das sind halt zwei. Ne? Ich gehe, glaube ich, gleich auf Abstand. Ja, ja. Ja, das ist echt so ein Spaßteil. Da musst du aufpassen. Ja. Los geht's. Feuer frei. Hör mal, Maurice, ja. Du feuerst jetzt gerade mit volle Pulle. Ja, ich mach mal runter. Deine beschichtete Pfanne. Und ich kann dir empfehlen, eine beschichtete Pfanne niemals auf voller Power heiß werden lassen, wenn die leer ist. Also immer schon ein bisschen Öl mit reingeben, weil ansonsten können da so Gase entstehen. Ja. Und vor allen Dingen niemals die Booster-Taste beim Induktionsfeld benutzen. Das ist einfach zu heiß für die Pfannen, wenn die leer sind. Beim Fleisch erfüllt die Zange schon mal ihren Dienst. Yvonne versucht sich am kleinen Wender. Pass mal auf, guck mal, wie kurz dieser Stiel ist. Wenn ich jetzt hier arbeite, hänge ich mit meiner Hand direkt über dem heißen Pfannenrand. Ich stehe hier auch nicht. Der andere ist ja viel länger und das ist natürlich total sinnvoll, weil ich will mich ja schützen vor der Hitze. Ja, gib mir mal die kleine Pfanne her. Dafür? Ja gut, dafür ist der vielleicht, aber der würde ja dafür auch gehen, ne? Ich muss doch jetzt nicht für jede Pfannengröße einen extra Pfannenwender haben. Wie viel Zubehör willst du in der Küche haben? Ja, ne? würde auch, gehen. Aber es ist auf jeden Fall viel weniger Fläche und es ist tatsächlich eine komische Haltung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich würde Minigolf spielen. Ja. So Minigolf. Mehr so wie so ein Schläger irgendwie so ist, irgendwie, ne? So. Der Pfannkuchenwender schützt dank abgewinkeltem und langem Griff besser vor der Hitze. Und was kann der andere Helfer mit den Zusatzfunktionen? So, jetzt habe ich aber gleich schon wieder eine Problematik erkannt. Also was gut geht, der kommt gut hier drunter. Ich krieg das hier gut abgelöst mit. So, und jetzt möchte ich mit diesem Pfannenwender, weil jetzt möchte ich das noch ein bisschen verfeinern, möchte ich gerne ein bisschen Muskatnuss da reinreiben, weil da ist ja schließlich eine Reibe drin. Und das soll ich jetzt machen mit dem heißen Fetter und mit dem ganzen Gasele. Guck mal. Dann suppst du ja alles voll. Dann suppe ich mir doch schon wieder alles voll. Das ist zwar irgendwie nett gedacht, aber Problem ist natürlich, dass jetzt ja schon Fett dran ist und irgendwie nicht so wirklich viel von der Muskatnuss hier unten reinkommt. Dafür schont die Silikonlippe das Bratgut. Anders als die Zange. Vielleicht, wenn du den zumachst, ob dann ist er ein normaler Wender, wie das ist. Ja, dann ist er halt sehr dick, ne? Ja, ja. Dann mache ich mir die Kartoffeln kaputt. Also dafür finde ich das nicht so geeignet. Eigentlich eher eine Zange. Dann ist er eigentlich eher als Zange zu benutzen.
Zum Wenden von Fleisch eignet sich die Zange gut. Da spritzt weniger Fett. Letzte Chance für den extra kleinen Wender. Ich habe mir hier jetzt einen beengten Raum geschaffen. Ich habe mir einfach mal gedacht, was das sein könnte. Wenn man Bratkartoffeln macht und in der Mitte ein Spiegelei, dann hat man einen beengten Raum und dann muss man das umkippen. Aber ich bräuchte hier auf jeden Fall einen zweiten, um das vernünftig machen zu können. Also nur mit dem einen funktioniert das nicht. Ja, und das ist doch heiß an den Händen. Und das oder? Wird heiß an das den Händen. So aus. Also, das ist doch kein angenehmes Arbeiten, da kannst du auch einen Löffel nehmen. Nee, das eben. Ja, aber einen Löffel nehmen wir aus welchem Grund nicht? Maurice, konzentrier dich. Aus was sind Löffel? Ja, wir nehmen keinen Metalllöffel. Es gibt auch, ja, mein Gott, du kannst aber einen Plastiklöffel könntest du da jetzt genauso gut nehmen wie das Plastikding. Maurice, ich krieg wieder Zuschriften, weil wie lange, warum arbeitest du mit dieser fürchterlichen Frau zusammen und so? Im Kopf. Aus was ist ein Löffel? Echt, ey. Haben wir uns jetzt alle gemerkt. Neben all der Wissenschaft gehört natürlich viel Freude am Kochen dazu. Guck mal hier. Das geht natürlich auch, ne? Klar. Ja. Aber der ist ja extra für Pfannkuchen. Ja. Und dafür würde ich ihn mir jetzt nicht kaufen. Extra für Pfannkuchen, ja. Weil da fand ich den auch besser mit der Silikonlippe vorne. Genau, du hast ja halt so ein All-in-One-Produkt, ne? Und das ist, wenn man öfter mal verschiedene Sachen macht, kann man sich auf jeden Fall auch mit dem Pfannenwender auf irgendwas spezialisieren. Vielleicht ist die Größe beim Pfannenwender auch einfach durchgespielt, ne? Ich meine, die am meisten verkauft werden, haben in etwa diese Größe. Ne? Was ist euer Testsieger? Der. Ja. Number one. Also für mich auch tatsächlich. Der Pfannenwender von Divory konnte im Praxistest überzeugen, obwohl die Muskatnuss nicht optimal gerieben werden konnte. Dank der Silikonspitze lässt sich flexibel arbeiten. Auch die klassische Größe überzeugt. Einfach nicht in der Pfanne liegen lassen. Auch nicht vergessen, wenn der Telefon klingelt, dann hat man lange was davon. Und das ist genau das Stichwort der Langlebigkeit. Der richtige Pfannenwender hält die beschichtete Pfanne lange gut und schön und natürlich auch die richtige Pflege. Und die fängt ja erst nach dem Kochen an. Wenn ihr die reinigen wollt nach Gebrauch, auf jeden Fall erstmal abkühlen lassen und nicht, wie man das schon mal macht im Privathaushalt, sofort kaltes Wasser reinkippen, weil dann ist der Temperaturschock zu stark und dann kann sich erstens die Pfanne verziehen und zweitens auch die Beschichtung beschädigt sein. Wichtig, beschichtete Pfannen nie in die Spülmaschine geben. Stattdessen mit Küchenkrepp grob reinigen oder mit einem weichen Schwamm auswischen. Und was noch ganz wichtig ist bei der Aufbewahrung, man sollte beschichtete Pfannen nie ineinander stellen mit anderen Pfannen, ohne dass dann Schutz zwischen ist. Wer sich das Geld für extra Zubehör sparen will, nimmt zum Beispiel einfach einzelne Socken oder andere Textilien und ermöglicht so der Lieblingspfanne ein möglichst langes Leben. Zeit für die letzte Testrunde in Krefeld. Ingrid und Thomas testen das Modell von WMF für rund 130 Euro. Was mir auffällt, sie ist sehr schwer. Und das könnte für ein Handling, wenn man jetzt viele Sachen macht, vielleicht auch schwierig sein. Der Griff ist angesetzt, er ist nicht mit der Pfanne verbunden und soll auch, also es heißt, dass der Griff nicht heiß wird. Auch hier soll das fettarme Braten kein Problem sein. WMF verspricht, ideal zum schonenden und fettarmen Braten empfindlicher Speisen. Jetzt fängt's an. Nein! Guck, siehst du? Ja. Ah, es funktioniert nicht. Das gibt's doch gar nicht. Also Spiegelei. Ne? Guckt euch das an. Das ist nicht, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Ein komplett fettfrei gebratenes Spiegelei ist in der Tat ein echter Härtetest. WMF verspricht auch nur fettarm. Trotzdem gibt's einen kleinen Punktabzug, denn die beiden anderen Pfannen haben die Hürde genommen. Wie läuft's mit den Pfannkuchen? Oh, da, man kann sehen, wow. Es klingt nichts im Vergleich wie beim Ei. Aber es ist, oh, ich kann den hier vorne nicht anfassen. Es ist bis hier. Bis hier kann man ihn halten und hier vorne wird es einfach echt heiß. Und das würde mich jetzt persönlich stören. Ja. Wie bei der Elo-Pfanne reicht auch die Beschichtung in der Pfanne von WMF nicht bis oben zum Rand. Schade, denn dort backen beim Gemüsebraten die Kartoffeln an. Letzter Test, Fleischbraten. Wir gehen jetzt mal hin, schauen einfach mal drunter, was passiert.
Fantastisch. Absolut fantastisch. Es löst sich. Ich drehe mal frühzeitig um. Wow. Absolut wow. Fantastisch angeröstet. Super. Punktgewinn für die WMF-Pfanne. Auch sie ist bis 260 Grad Backofen geeignet und gut zu reinigen. Jetzt bin ich gespannt auf das Gesamtfazit von Familie Sommer. Erstes Merkmal, alle drei optisch super. Schöne Pfannen. Alle drei haben eine Wagenstruktur. Sie liegen alle gut in der Hand. Wobei die WMF-Pfanne sowohl als die Elo-Pfanne, die Griffe werden heiß. Die WMF bekommt die Note 2. Es gibt keine Verlierer. Die Elo bekommt die Nummer 2. Eine Note 2 und der Favorit ist die Onyx-Pfanne. Ich darf mich zum größten Teil derer natürlich anschließen, weil sonst würde ich im Nachgang natürlich Ärger kriegen, ist meine Frau. Ist aber das stimmt nicht. Situationsbedingt. Somit unser Testsieger, die Onyx. Spannendes Ergebnis. Ob sich dieser subjektive Eindruck auch im Labor bestätigt, will ich nun selbst herausfinden. Dafür ist Yvonne in einem unabhängigen Testlabor verabredet. Hier haben Holger Krumme und Luca Grund die drei Wabenpfannen untersucht. Test Nummer 1. Aufheizdauer und Hitzeverteilung. Dabei wird untersucht, wie schnell die unterschiedlichen Pfannen Wasser zum Kochen bringen. Wir wollen einfach mal testen, wie lang die Pfanne braucht, um das Wasser zu erhitzen. Das finde ich jetzt entscheidend wichtig als Kriterium, wenn ich da stehe, mein Fett erhitzen möchte, meine Zwiebeln schnell oder mein Fleisch schnell anbraten möchte. Diese Pfannen, kann man jetzt schon, bevor wir die in Betrieb genommen haben, schon irgendwie was erkennen? Wir haben bei der Elo festgestellt, dass die Pfanne wackelt. Und zwar nicht nur als Einzelfall, sondern auch bei dem zweiten Exemplar, was wir hier haben. Und das deutet schon darauf hin, dass die Anbindung an die Platte, an die Wärme schlechter ist als bei den anderen. Das spielt auf Induktionsplatten zwar keine Rolle, bei Kochfeldern mit Wärmestrahlung kann so aber wertvolle Energie verloren gehen. Da gibt es ja so einen Trick, wenn man im Geschäft ist, dass man ein Blatt Papier auf eine glatte Oberfläche tut, die Pfanne draufstellt und dann eben merkt, wie sehr die wackelt und wie gut man das Papier rausziehen kann. Luca Grund checkt die Hitzeverteilung der einzelnen Pfannen mit einer Wärmebildkamera, um herauszufinden, ob sich in den Pfannen gleichmäßig anbraten lässt. Ja, die ist aber am schnellsten hier, ne? Genau, da ist die Wärmeverteilung schon. Da sieht man, links ist ein bisschen wärmer, da wo sie auch blubbert, als da, wo sie jetzt rechts kalt ist. Da sind ja 10 Grad Unterschied. Bei der Onyx-Pfanne, das ist die günstigste, da könnte man natürlich denken, die ist vielleicht auch nicht so, hat nicht so einen dicken Boden. Ja. Dass sie schneller warm wird. Aber sie wird auf jeden Fall deutlich schneller warm. Und hier bei der WMF fängt es auch langsam an zu blubbern. Genau. Da haben wir eine schönere Verteilung von der Temperatur. Ja, man sieht ja sehr gut, dass die Wärmeverteilung unterschiedlich ist. Also das auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich nicht so ein Hexenwerk, einen Boden zuzumachen, dass der gleichmäßig heiß wird, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Ja, anscheinend. Anscheinend doch. Ganz spannend. Also guck mal, bei der WMF, die wird viel gleichmäßiger. Die wird von der Mitte aus, geht die jetzt gleichmäßig nach außen. Ein Punkt für die WMF-Pfanne. Der Geschwindigkeitschampion ist aber das günstige Modell von Onyx. Nach etwa 5,5 Minuten kocht darin das Wasser. Darauf folgt die Pfanne von WMF mit knapp 6 Minuten. Fast 2 Minuten später kocht dann erst das Wasser in der Elo-Pfanne. Ja, das bestätigt ja das, was wir vorher schon vermutet haben, weil der Boden halt nicht ganz planar ist, ne? Ganz plan ist. Genau, also da ist dadurch quasi die Wärme von der Herdplatte nicht überall gleichmäßig hinkommt und dann natürlich das episch lange dauert. Genau. Und mehr Energie braucht. So, in Bezug auf die Wärmeverteilung, wie würden Sie das Ergebnis jetzt beurteilen? Also wir haben ja gesehen beim Erwärmen, dass gewisse Unterschiede da waren. Deutlich war bei der Elo, dass wir dann punktuell schon mehr Blasenentwicklung war, was darauf hindeutet, dass da ein Hotspot war, wo es ein bisschen heißer war als woanders. Das heißt, die Pfanne, wo wir am Anfang festgestellt haben, die liegt nicht plan auf. Die hat quasi in diesem Test jetzt hier auch das Schlusslicht, weil es wirklich am längsten gedauert hat, bis es gleichmäßig geblubbert hat, richtig? Genau. Wenn die nicht komplett aufliegt, dann ist natürlich die Wärmeübertragung auf die Pfanne nicht so effizient. Mhm. Wenn man jetzt einfach nur, wenn man jetzt zum Beispiel Herd nehmen würde, stellt man halt fest, dass sie sich quasi gleich schnell erhitzen. Das heißt, vom Material her und sowas macht es keinen Unterschied, sondern es wird auf jeden Fall was mit von der Wärmeübertragung von der Keramikheizplatte auf die Pfanne etwas zu tun haben. Nächster Test, die Beschichtungsanalyse.
Dafür werden die Pfannen auf eine Rüttelplatte gestellt und mit einem Schleifschwamm 45 Minuten lang belastet. Unter einem Lichtmikroskop wird dann das Bild der unbehandelten mit der verschlissenen Pfanne verglichen. Das Spannendste an den Pfannen ist ja, dass die alle damit werben, dass die robust sind, was die Beschichtung angeht, dass die kratzfest sind, dass die sehr langlebig sind. Was ist dabei rausgekommen? Dabei haben wir keine großen Unterschiede festgestellt. Keine Unterschiede zwischen den, die Preisunterschiede sind ja schon genau, groß. Ja. Aber, und die werben ja mit den Beschichtungen. Das ist ja eigentlich mit das Wichtigste. Das lassen die sich ja bezahlen. Mhm. Dass da eine Beschichtung drauf ist, die auch wirklich langlebig und vor allen Dingen auch kratzfest ist. Und jetzt ist das Ergebnis, ist egal, die günstigste Pfanne hat eine ähnlich gute Beschichtung wie die teuerste Pfanne. Nicht ganz. Man muss sagen, man hat an manchen Stellen bei der günstigsten, feststellen können, dass an bestimmten Stellen die Beschichtung etwas reduziert oder ein bisschen mehr abgerieben war. Genau. Und das würde dann bedeuten, dass diese Pfanne von Onyx nicht so langlebig ist? Das ist halt nicht so langlebig, das ist eine sehr, sehr krasse Aussage. Man sieht halt, dass auf sehr lange Lebenszeit man sich die Beschichtungen entfernen würde. Die Belastung, die wir jetzt ausgeübt haben, ist auch sehr, sehr stark für eine Pfanne gewesen. Die wird nicht im Alltag so verwendet werden. Genau. Aber ansonsten von der Beschichtung an sich ist es jetzt für den Alltag jetzt nicht bedenklich, dass man da irgendwo eine Beschädigung sehen wird. Und das ist ja das Wichtigste, wenn Verbraucher sich eine beschichtete Pfanne holen, weil die eben praktisch sind und weil sie auch gar nicht mehr wegzudenken sind aus dem Haushalt, dass man sich halt nicht alle zwei Jahre eine neue Pfanne kaufen muss. Und das müsste ich auch vermutlich nach dem Test von Ihnen auch bei der günstigsten Pfanne nicht. Beim Beschichtungstest waren alle Pfannen nahezu gleich auf, trotz der Preisunterschiede und unterschiedlichen Beschichtungen. PTFE ist ein Stoff, der durchaus in der Kritik steht, der in sehr, sehr vielen Beschichtungen verwendet wird, bei der Onyx-Pfanne nicht. Mhm. Jetzt ist dieses PTFE ganz viele Jahre das Maß der Dinge gewesen. Mhm. Haben Sie denn hier festgestellt, die Beschichtung ist irgendwie schlechter? Mhm. Also wir haben da jetzt keinen direkten Unterschied gesehen bei den Versuchen oder den Untersuchungen, die wir gemacht haben. Die neuen Technologien scheinen also einen Mehrwert bei Anwendung und Haltbarkeit zu haben. Machen sich denn die Preisunterschiede bemerkbar? Und wenn Sie jetzt einen Testsieger sagen müssten oder von, sagen wir mal, von Platz 3, 2, 1, wie hat das abgeschnitten in diesem Test? Da wollen Sie sich, glaube ich, nicht festlegen. Also ich glaube schon. Also ich würde persönlich denken, vom Preis-Leistungs-Verhältnis hat die Onyx super abgeschnitten. Mhm. Ja, also wir haben da von der Qualität her direkt keine nennenswerten Einflüsse gesehen. Beschichtung war soweit in Ordnung, die Wärmeverteilung war in Ordnung. Also deswegen finde ich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis super. Sowohl im subjektiven Alltagstest als auch im Labor konnte das Modell von Onyx überzeugen. Ganz dicht gefolgt von den beiden höherpreisigen Produkten. Wer über den Kauf einer neuen Pfanne nachdenkt, sollte auf Folgendes achten. Die Pfanne sollte plan aufliegen und nicht wackeln. Dann kann sich die Hitze optimal verteilen. Nicht zu groß und nicht zu klein kaufen. Herdplatte und Pfanne sollten die gleiche Größe haben. Ein dicker Boden speichert die Wärme besser. So lässt sich Energie sparen. PFAS-freie Pfannen enthalten keine Ewigkeitschemikalien. Eine Wabenpfanne kann eine gute Anschaffung für alle sein, die gerne mit wenig Fett anbraten und denen ab und an doch mal der Pfannenwender aus Metall in die Pfanne rutscht. Beschichtete Pfannen sind aus unseren Küchen nicht wegzudenken, einfach weil sie super komfortabel sind. Sie haben aber den Kritikpunkt in Bezug auf die Ewigkeitschemikalien. Und deswegen ist mein Credo, wer eine beschichtete Pfanne hat, der musste pfleglich behandeln, damit sie möglichst lange hält. Und Neubeschichtung ist eine wirklich gute Alternative. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was sich die Industrie in Zukunft ausdenken wird, um Pfannen nachhaltiger und Beschichtungen noch langlebiger zu machen.